Habt ihr schon einmal von Perovskiten gehört? Wahrscheinlich nicht, aber das sollten wir ändern. Denn mit Hilfe dieser Materialien wird vielleicht der Strom der Zukunft gewonnen. Perovskite sind Materialien, in denen drei verschiedene Bausteine eine ganz bestimmte Struktur annehmen. Es gibt super viele verschiedene Perovskite. Und die, die ich euch heute zeigen möchte, sind die sogenannten Methylammoniumbleihalogenide. Langer Name, aber eigentlich auch nur drei Bausteine. Nummer 1. Methylammonium. Ein kleines, positiv geladenes organisches Molekül. Der zweite Baustein, Blei. Und der dritte, ein Halogenid. Das ist ein negativ geladenes Ion von Chlor, Brom oder Jod. Mit diesen drei Bausteinen lassen sich super spannende Materialien herstellen. Hier kommt der Strom der Zukunft ins Spiel. Denn Perovskite könnten in Solarzellen genutzt werden. Mit dem Sonnenlicht fallen jeden Tag gigantische Mengen Energie auf die Erde. Solarzellen wandeln diese Lichtenergie in elektrische Energie um. Dafür muss ein Material in der Solarzelle das Sonnenlicht absorbieren, das heißt aufnehmen. Oder genauer genommen, ein Teil des Sonnenlichts. Wann immer uns ein Material farbig erscheint, absorbiert es einen Teil des Sonnenlichts. Und zwar reflektiert es die Farbe, die wir sehen, und absorbiert die entgegengesetzte Farbe, die sogenannte Komplementärfarbe. Sehen wir uns doch einmal diese beiden Methylammoniumbleihalogenide an. Hier steht die Chlorverbindung, die weiß erscheint, weil sie das gesamte sichtbare Licht reflektiert. Aber sie absorbiert ultraviolettes Licht. Das ist der Teil der Sonnenstrahlung, den wir nicht sehen, der aber Sonnenbrand verursacht. Daneben, die Bromverbindung absorbiert blaues Licht. Und deshalb sehen wir die Komplementärfarbe orange. Nun, weiße und orange Verbindungen gibt es viele. Was diese Perovskite so interessant macht, ist das hier. Diese Probe enthält die gleiche Menge Chlor und Brom. Und ihr seht, die Farbe liegt genau zwischen den beiden anderen Verbindungen. Ein richtig schönes Gelb. Entsprechend absorbiert dieser Perovskit violettes Licht. Mit dem Methylammoniumbleihalogeniden kann man also ziemlich genau einstellen, welcher Teil des Sonnenlichts absorbiert wird. Oder anders gesagt, wir können diese Perovskite so herstellen, dass sie das Sonnenlicht so absorbieren, dass die größtmögliche Menge elektrischer Energie gewonnen werden kann. Damit steht sauberem Strom doch nichts mehr im Weg, oder? Ein paar Probleme gibt es da leider doch noch. Wahrscheinlich habt ihr schon einmal gehört, dass Blei ziemlich giftig ist. Wenn so eine Solarzelle nun kaputt geht, könnte Blei über den Regen in den Boden gelangen und dort letztlich Trinkwasser vergiften. Um das zu verhindern, wird im Moment ganz intensiv an verschiedenen Ansätzen geforscht, solche Risiken auszuräumen. Und ich bin super gespannt, welche drei Bausteine uns in einigen Jahren oder Jahrzehnten vielleicht mit Sonnenenergie ohne Ende versorgen. Bis es soweit ist, schalte ich die Lampe hier aber vielleicht doch lieber einfach aus, wenn ich sie nicht brauche.